Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Minimalismus-Update und ich möchte direkt mit einem Spartipp anfangen, denn als ich darüber nachgedacht, ich habe schon so viel über Minimalismus und Spartipps gesprochen. Es gibt einige Videos und diejenigen, die noch nicht lange hier bei mir sind und noch nicht viele Videos von mir gesehen haben und die das Thema interessiert, schaut mal gerne. Ich habe eine Playlist und da gibt es ganz viel. Habe ich da schon über Minimalismus geredet? Ja, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Genau, aber ich habe einen Tipp und zwar habe ich den noch nicht genannt. Und das habe ich gerade erzählt, nutze ich nämlich gerade selber und bei dem Gedanken über Minimalismus ist mir eingefallen, hey, das ist doch ein Tipp, den ich mit euch teilen kann. Wir leben mittlerweile in einer Welt, in der man von heute auf morgen irgendwie alles haben kann, was man haben möchte. Und seitdem, ich sag mal, seit dieser besonderen Situation, die wir im Moment haben, seit einigen Monaten, mag ich es nicht mehr so gerne einkaufen zu gehen. Und auch da bietet es sich an, und ich denke, da bin ich nicht die Einzige, dass es einige Leute gibt, die vielleicht mehr auch online bestellen. Ja, und mittlerweile ist das so, dass ich das nämlich so mache, wenn ich jetzt irgendetwas haben möchte, also an materiellen Dingen, dann gucke ich halt irgendwie, mache mir einen Screenshot davon, quasi ein Foto und lege das erstmal beiseite. So alles so Dinge, die ich vielleicht irgendwie haben möchte, warum auch immer ich diese Dinge haben möchte oder meine auch zu brauchen und kaufe sie nicht sofort, weil ich jetzt gerade auch das Geld dafür nicht habe oder wie auch immer und oder gerade nicht ausgeben möchte. Ich bin nämlich auch ein bisschen jetzt schon so geworden, dass ich mir das ein bisschen überlege. Und mit der Zeit gehe ich irgendwie immer wieder, also merke ich, dass ich ja, dass ich das auch ohne diese Sachen geschafft habe. Das eine oder andere kaufe ich dann vielleicht auch noch, aber das eine oder andere halt eben nicht und dann lösche ich das Foto wieder. Das heißt, man hat zwar die Möglichkeit, sofort irgendwelche Sachen zu bestellen, halt eben online. Gerade mit Amazon, da haben, also das ist ja eine super, das machen, glaube ich, wirklich super viele Menschen. Also ich glaube, der muss tierisch sein, reich sein, der Typ, der Amazon-Mensch. Und ja, man hat halt einfach die Möglichkeit, schnell von heute auf morgen dann an die Dinge zu kommen, die man gerne haben möchte. Und nimmt sich nicht mehr die Zeit, wirklich darüber nachzudenken. Und ich selber habe es auch schon oft erlebt und ach, gerade auch bei Klamotten ist das auch bei mir ganz oft gewesen in der Vergangenheit, dass ich irgendwas gekauft habe und dann hinterher gedacht habe, ach, eigentlich hätte es das doch nicht gebraucht und dann habe ich es wieder verkauft. Und ich finde, aussortieren ist nicht so schwierig. Für manche schon, aber für mich nicht, wie sich halt nichts Neues anzuschaffen. Und das finde ich ist eine gute Alternative, zumindest für mich. Also ich mache mir halt erst ein Foto von den Sachen und dann überlege ich dann noch ein paar Tage drüber nach. Und eigentlich ist es meistens so, dass ich die irgendwann dann wieder lösche und ach, das brauchst du gar nicht. Also eben und nicht sofort loslege, das halt zu kaufen. Ja, vielleicht kann das ja dem einen oder anderen eben helfen. Genau, also ich habe hier mehrere Fragen, die da waren. Ich soll ein Minimalismus-Update geben. Ja, was soll ich als Minimalismus-Update? Weiß ich jetzt gar nicht. Klar, ich könnte irgendwie nochmal eine Roomtour machen und euch irgendwie so ein paar Sachen zeigen. Es kommen immer mal wieder neue Dinge, aber es gehen auch immer mal wieder Dinge. Und mittlerweile ist es ja so, dass ich mir an materiellen Dingen eigentlich gar nichts mehr anschaffe, weil ich keine Dinge mehr großartig besitzen möchte, die nicht in unseren Walter, also in unser Wohnmobil, reinpassen, die ich dann mitnehmen werde. Und von daher, da der Gedanke ist, irgendwie irgendwann ins Wohnmobil zu ziehen, da ist, habe ich auch nicht mehr das Bedürfnis, mir großartig Sachen zu kaufen, die ich hier in die Wohnung stellen will. Weil, ja, ich will ja ins Wohnmobil ziehen und ich möchte nur noch so viele Dinge haben, die da reinpassen. Jetzt sind natürlich nicht alle von euch in dieser Situation
Und bei mir ist das aber halt so. Ja. Ich finde es halt total interessant. Ich habe eine Freundin und die guckt bestimmt auch dieses Video. Und man hat ihr mal gesagt, sie soll sich doch eine größere Wohnung anschaffen. Sie lebt alleine, sie soll sich doch eine größere Wohnung anschaffen. Und dann hat sie ja auch mehr Platz für ihre Sachen und so. Und ich habe mal vor langer, langer, langer Zeit ein Buch gelesen, das hat mir eine Freundin ausgeliehen. Und zwar ging es da um ein Selbstexperiment, dass man, ich glaube aus Amerika oder so, ich weiß nicht, war sie Journalistin, keine Ahnung. Und sie sollte ein Jahr lang nichts kaufen. Und also außer Essen und Trinken und so. Aber auch kein Geld ausgeben für zum Beispiel ins Kino gehen oder so. Oder essen gehen oder sowas. Also wirklich sehr sparsam leben und halt kein Geld mehr auszugeben. Und dabei ist ihr dann irgendwann bewusst geworden in dieser ganzen Zeit, also es war halt in Amerika und die meisten haben da echt große Wohnungen, dass sie sich immer wieder ja quasi vergrößert haben, um ihre ganzen materiellen Dinge, Möbel und so unterzubringen. Also wohnungsmäßig, anstatt sich Gedanken zu machen, man hat ja dann auch mehr Ausgaben, also ich sag mal, man hat mehr Fixkosten, sei es an Miete oder Abtragung für ein Haus, weil es muss ja alles noch größer werden, es muss ja auch alles bezahlt werden. Und was mache ich? Gehe den ganzen Tag arbeiten, um dann diesen Kram dann halt abzubezahlen, damit ich meine materiellen Dinge in einer großen Wohnung stehen haben kann. So halt ungefähr. Also für Sascha und mich kommt es nicht mehr in Frage, wir wohnen jetzt auch in einer großen Wohnung, aber wir sind auch mit zwei Kindern hier eingezogen. Saschas Kinder sind alle 2 Wochen hier. Da braucht man halt auch mehr Platz, aber je mehr Kinder jetzt ausziehen, dann stehen wir hier jetzt zum Schluss mit einer riesengroßen Wohnung, die Unmengen an Geld kostet und wir quasi dann nur noch dafür arbeiten gehen, dass wir diese Wohnung bezahlen können und ja, und Unterhalt für Kinder zu zahlen. Und das ist schon sehr deprimierend, ja. Mal sehen. Für uns auch irgendwann eine Zeit nach dem Walter, sollte es irgendwann mal wieder so sein, dass wir einen festen Wohnsitz haben werden, wird es definitiv, man kann das natürlich nie so genau vorher sagen, aber ich glaube, wird es definitiv nicht mehr eine so große Wohnung sein. Ja, also mir reichen ein, zwei Zimmer und dann ist gut. Und Sascha und ich, wir sehen das beide genauso. Ja, ich fand das früher immer sehr schön, in einer großen Wohnung zu wohnen. Und ich habe mir gedacht, nein, ich brauche auch den Platz, ich brauche den Raum und die Größe. Aber man hat so viel Arbeit damit. Und automatisch stellt man sich auch immer wieder, man hat ja Platz, stellt man sich immer irgendwie neuen Kram dann in die Wohnung. Und je weniger Platz man hat, desto weniger stellt man sich auch rein, glaube ich zumindest. Ja. Ja, das ist so mein Update. Also es gehen immer mehr Dinge nach und nach. Ich habe, ja, der Flur zum Beispiel, der ist relativ voll gewesen auch. Der ist mittlerweile leer. Also ich habe so gut wie, ich habe ein Bild noch an der Wand hängen. Es steht da eine Couch. Aber ich hatte auch mehrere Bilder an den Wänden hängen und überall so Postkarten und so ein Kram. Also es ist schon so, dass sich nach und nach alles irgendwie lichtet und ich immer mehr aussortiere, was wir nicht nutzen. Das ist mein Update. Ja, dann steht hier Minimalismus, glücklich sein, alternatives Leben, Dinge, die glücklich machen. Ja, es ist ganz wichtig, dass man sich nur, und zwar wirklich nur mit Dingen umgibt, die einen glücklich machen. Schaue ich auf irgendetwas und verbinde damit irgendwas Negatives, vielleicht auch eine Person, mit der ich was Negatives verbinde, dann weg damit. Wie viele Dinge haben wir wirklich in der Wohnung, ja, die uns irgendjemand geschenkt hat und wir diese Dinge behalten, weil wir Angst haben, der andere könnte das merken, dass wir das nicht mehr haben und dass der dann von uns enttäuscht ist oder traurig ist oder sonstiges. Also das mache ich nicht mehr. Ich sage den Leuten das von vornherein. Ich hatte diesen Monat, jetzt ist schon Oktober, ich hatte letzten Monat Geburtstag und habe von vornherein gesagt, ihr braucht mir nichts schenken, ja, weil ich habe einfach schon total viel oder genug.
Es gibt nichts, was ich brauche. Und ja. Und wenn mir einer unbedingt was schenken will, aus der Familie, Bekanntenkreis, dann könnt ihr uns gerne oder mir halt gerne Geld schenken, weil das fließt dann quasi ins Wohnmobil, weil wir da noch einiges zu machen haben. Aber an materiellen Dingen, es ist wirklich, möchte ich nichts mehr haben. Das Dinge, die man aufbrauchen kann, die sind auch okay, die man ja sowieso nutzt, ja, sei es irgendwie Seifen, Räucherstäbchen und sowas. Aber das habe ich auch schon tausendmal in tausend Videos gesagt. Und ja, genauso mache ich das auch. Nur mit Dingen umgeben, die mich glücklich machen. Und ich mag ein bisschen Deko, habe ich aber auch schon tausendmal gesagt. Und aber es dürfen nur Dinge sein, die ich halt schön finde. Ja. Und was macht einen wirklich glücklich? Dieser ganze Kram ist alles, ich sehe das immer wieder bei vielen Menschen, die unglücklich, unzufrieden sind. Und es ist wirklich, es bestätigt es immer wieder, eine Ersatzbefriedigung, sich immer wieder neuen Kram anzuschaffen. Ja. Oder wenn man sich neue Dinge anschafft, dass man dann wenigstens was Vernünftiges kauft. Ja, also was Langlebiges oder was ich vielleicht wieder verkaufen kann. Also wie. Keine Ahnung, dann gebe ich halt mal ein bisschen mehr Geld aus und kaufe aber halt eben was Vernünftiges. Oder Secondhand. Also ich habe hier zum Beispiel, ihr könnt sie hier sehen im Hintergrund, da diese Lampe hat meine Freundin, ups, wo ist mein Finger da? Auf dem Sperrmüll gefunden, ja. Und hat an mich gedacht und hat gesagt, boah, die wird bestimmt Yvonne und Sascha gefallen. Und ja, auf dem Sperrmüll gar nicht, sie war. Sie ist zur Müllkippe gefahren, hat die auf der Müllkippe gefunden. Und wir haben uns total darüber gefreut. Genau. Also ich mag es an sich eher schlicht, wenig und schlicht. Das mag ich sehr gerne. Es erdrückt mich auch immer so. Also auch wenn ich irgendwo anders zu Besuch bin und ich mag es schon auch irgendwie, wenn ich so volle Wohnungen sehe und es viel zu gucken gibt und ich halt viel gucken kann. Das ist zwar immer auch eine Reizüberflutung. Und gerade wenn die Menschen auch bunt und so hippie-mäßig sind, dann finde ich das immer total toll. Aber nach einer Zeit merke ich auch einfach, wie es mich erdrückt. Es ist mir einfach zu viel. Und der Gedanke, dass diese Sachen alle mir gehören würden oder ich würde da leben, das wäre mir einfach, das wäre eine psychische Belastung für mich. Mittlerweile, früher war das nicht so, aber mittlerweile ist das so. Und dieses Thema Minimalismus, wir haben 2020, beschäftigt mich jetzt schon locker 7 Jahre. Genau, dann steht hier noch, wie viel haben wir denn? Dann steht hier noch Minimalismus mit Kindern, wenig Geld und Kinder. Ja, das höre ich auch immer wieder, dass das ja nicht möglich ist. Kinder sind ja so teuer. Und das stimmt, Kinder können auch teuer sein, aber es kommt auch darauf an, wie ich was wie mache. Und man hat heute wirklich so viele Möglichkeiten, sei es an günstig an Klamotten zu kommen, also wirklich, gerade was noch Kleinkinder anbelangt, also ich sag mal, bis zu einem gewissen Alter kann man da echt, also ich sag mal so 10, 11, 12, da kann man also secondhand-mäßig echt günstig an Klamotten kommen. Meine Kinder haben alle immer gebrauchte Sachen gehabt. Vor allen Dingen Lenny hat die Sachen seines Bruders aufgetragen. Wenn er mal neue Sachen bekommen hat, waren das Sachen, die er dann halt brauchte, von wegen Unterwäsche, Socken oder so. Und seine Oma hat auch zwischendurch immer mal was für ihn dann mitgebracht. Aber der hat die meisten Sachen von seinem älteren Bruder aufgetragen. Bei Nena war das jetzt nicht so möglich. Da habe ich aber auch ganz viel Secondhand bekommen. Und die Nichte meiner, also die meine Nichte, die Tochter meiner Schwester, die ist ein halbes Jahr älter und die war auch tatsächlich ein bisschen größer. Und da haben wir auch immer mal wieder Secondhand-Sachen bekommen. Also wirklich viel für Nena habe ich nicht neu gekauft. Und das Gleiche ist mit Spielsachen. Deswegen sage ich, dann gibt man lieber irgendwie ein bisschen Geld für vernünftige Spielsachen aus, die sich lange halten. Zum Beispiel Duplo-Steine. Ich als Kind habe schon Duplo-Steine gehabt und die hat dann meine Schwester bespielt, die hat dann mein ältester Sohn bespielt, die hat dann mein Lenny bespielt, die Nena bespielt und kam dann hinterher sogar noch zu meinem Neffen. Und diese Sachen sind immer noch heile. Ja, also ja. Das
Ist möglich. Vor allen Dingen ist auch da immer noch für mich die Devise, und das würde ich heute auch noch mal anders machen, als ich es früher gemacht habe. Meine Kinder haben auch immer echt viel Spielkram gehabt. Das würde ich heute noch mal anders machen, und ich sehe das auch in meiner Kindertagespflege. Weniger ist mehr. Ja, man beschwert sich dann, die Kinder haben so viel Kram und spielen gar nicht mit den ganzen Sachen, weil es einfach zu viel ist. Und wir haben wirklich von allem genug, und die Kinder brauchen das nicht. Wenn ich mit den Kindern draußen spielen gehe, also mit meinen Tageskindern, ich habe kein Spielzeug für draußen, kein Sandkastenspielzeug, irgendwelche Autos oder sonstiges, ich nehme nichts mit. Und die Kinder sind beschäftigt. Klar, sobald wir andere Kinder treffen und die haben dann irgendeinen Kram mit, dann wollen die das auch haben, wenn die das dann sehen. Aber wenn ich mit denen alleine bin, die spielen mit Stöckern, Eicheln und jetzt im Winter sowieso Kastanien, Blättern und keine Ahnung was, oder einfach irgendwie denken sich Sachen aus. Das ist nicht nötig. Ich glaube, das ist eine Sache von uns Eltern, dass wir meinen, wir müssen immer was Neues, Interessantes anschaffen oder so. Oder wir finden das vielleicht selber auch toll. Ja, das liegt daran. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber hier draußen ist immer viel los, weil ich wohne ja in der Stadt. So, was steht hier noch? Sparen, Minimalismus. Ja, das habe ich schon. Sparen, leben mit wenig Geld, wie man seine Einstellung zu Geld ändert. Ja, wie ändert man seine Einstellung zu Geld? Also beschäftige dich einfach intensiv mit dem Thema, würde ich sagen. Es gibt hier auch ganz viele tolle YouTuber, die ganz viel darüber sprechen. Es gibt tolle Bücher, und die muss ich auch nicht kaufen, beziehungsweise ich kann auch bei eBay Kleinanzeigen einfach das Buch für günstiger kaufen oder in die Bücherei gehen. Im Moment gehe ich nicht mehr in die Bücherei, weil mir das alles zu aufwendig ist durch diese besondere Situation. Aber ja, es gibt irgendwelche Blogs, also schaut einfach mal. Ihr werdet ganz viel über dieses Thema finden, über Minimalismus und über Sparsamkeit. Beschäftigt euch einfach immer mehr mit diesem Thema, und es wird sich irgendwann etwas in euch ändern, auch die Ansicht zu Geld. Es ist so, wir brauchen Geld zum Leben. Ich kenne tatsächlich sogar auch, ich habe einen Menschen kennengelernt. Wir sind ja jetzt zweimal auf Gut Steinke gewesen, und dort lebt jemand ganz ohne Geld in einem Tipi und ist nicht angemeldet, hat kein Konto, keine Krankenversicherung, gar nichts. Also auch das ist möglich. Es ist super interessant. Aber im Allgemeinen brauchen wir halt auch Geld, um halt eben bestimmte Dinge zu finanzieren. Und gerade auch, wenn man Kinder hat oder wenn man einen warmen Hintern haben möchte, also Heizung und fließend Wasser, finde ich schon halt auch super wichtig. Ja. Und ja, genau. Beschäftigt euch einfach mehr mit dem Thema, und es wird sich von alleine dann auch was in euch ändern, und es wird arbeiten und es wird was bewirken. Davon bin ich überzeugt. Ja, also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn ihr bestimmte explizite Fragen habt, dürft ihr mir die gerne hier in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten wünsche ich euch eine super schöne Zeit, und ich hoffe, es geht euch allen gut, und ihr lasst es euch gut gehen, passt schön auf euch auf, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.